Ah, sind wir wieder. Also, um das Ding zu fangen. Aber ich glaube, das wird nichts. Wahrscheinlich nicht, ja, aber... Wir haben eine Anzahl an Bällen. Und es befreit sich. Und wir sind scheiße. Ich würde es ja gerne angreifen, aber können wir nicht. Weil, ist halt so. Nee, wenn ich es angreife, dann stirbt's. Stirbt sowas von 100 Pro. Komm schon, Lavados, sei auf meiner Seite. Ich habe zwar keine Verwendung für dich, aber hey. Komm. Ah, Mann, ey. Wir hatten schon Pokémon, bei denen ist der Ball immer direkt aufgegangen. Das ist schon krass, dass bei dem... Oh, scheiße. Oh, ich hasse das. Egal, achso, stimmt, die werden im Kampf da wieder sehen. Oh, Mann, oh. Oh, kacke. Selbst in den Hyperball, ich glaube, die Chance ist gerade mal 5%, die wir haben. Ja, ich glaube, die ist auch echt nicht groß. Die ist echt nicht groß. Überhaupt nicht groß. Ich will eigentlich auch nicht jeden Hyperball verschwenden, den wir hier haben. Wenn ein normaler Pokémon bei kompletter Gesundheit geworfen wird, 0,4. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann, ja, so 2-3% ist. Keine Ahnung. 2-3, aber das Hyperball verstärkt ja auch noch die Chance um 1,5. Weiß ich nicht. Kann sein. Möglicherweise. Ich probiere es einfach, bis wir 0 Hyperbälle haben. Oh Gott. Vor allem Sklavis ist fast tot. Ein Schäsel. Es bildet zusammen mit Zapdos und Arctos ein Trio, dessen Anführer Lugia ist. Das heißt, so, Lugia echt? Ist noch mächtiger als Lugia Lavados. Lugia ist der Anführer? Ja, also, Moment, ich lese es mal vor. Lavados ist ein legendäres Pokémon mit dem Typen Feuer und Flug und existiert seit der ersten Spielgeneration. Es bildet zusammen mit Zapdos und Arctos ein Trio, dessen Anführer Lugia ist. Seinen ersten Auftritt im Anime hat es im Folgezeichen der Flamme, bla bla bla. Letzte Minute, wo es in Britannien sich die Pokémon-Set zusammen mit Arcani, Arctos, Zapdos und der Tafel abgebildet ist, okay. Also anscheinend ja, Lugia ist der Anführer. Es ist fast drin gewesen, es hat dreimal gewackelt. Komm schon! Komm schon! Okay, mein letzter Ball wird jetzt geworfen. Okay. Wenn ich es nicht schaffe, dann... Wieso schaffst brennst du mein ganzes Team weg? Meine Güte. Na, probieren wir nochmal. Komm! Komm schon! Ich zweifle so stark daran. Ja, sei... Okay, wow. Lavados, wirst halt nicht mitkommen. Kein Problem, wir haben sowieso ein gutes Pokémon, also. Wir haben auch ein legendäres bei uns, demnach, ja. Ja, natürlich dich jetzt einfach. Sogar den Anführer haben wir beide. Wenn ich dich nicht da, wenn ich dich nicht haben kann, soll dich keiner haben. Scheiß auf den Typen, wir haben den Anführer. Oh, 46 nur, meine Güte. Okay. Und den nehmen jetzt alle Schaden, oder? Ja, deswegen würde ich jetzt wieder zu den Dingsy fliegen. Nee, weil wenn sie im Brand sind, dann nehmen sie keinen Schaden. Sollen wir doch nicht Safronia City zuerst machen? Ja, doch, wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, weil du hast noch einen ganz schön weiten Weg vor dir. Einfach das Pokémon zurücklassen, wie immer. Geil. Das fand ich immer lustig. Wieso auch immer. Aber ja. Mitten irgendwo im Ozean. Mhm. So, Pokémon heilen. Okay. Jederzeit wieder vorbei. So. Aber bevor wir das machen, gehe ich in das Dojo. Ich weiß noch, dass da ein Dojo war. Ich weiß nicht mal, kann ich hier überhaupt den? Oh, was ist das? Was? Hier ist das Dojo. Kampfarena, hey. Geh aus dem Weg, oder? Geh aus dem Weg. Aber die Sana Mike, wir sind doch hier. Sabrina, die Herrin der Psycho-Pokémon. Psycho. Ich hab gesagt, verpiss dich. Und hier ist das Dojo. Hier kriegen wir sogar ein gratis Pokémon. Voll cool. Kampfarena. Kampfarena. So, musst du gegen die Typen antreten, oder was? Das ist ein Doppelkampf? Ich speichere nochmal, nur zu sicher. Was bringt es dir zu speichern? Weiß ich nicht, ich will mal speichern. Dann fühle ich mich immer wenn besser. Wenn die sterben, sind sie trotzdem tot. Da bringt es ja nichts, wenn du gespeichert hast. Joker oder... Ja, Joker da. Joker und Jeremy, oder? Oder ja, kommt her, meine Kleinen. Ja, Oma Fuckner ist der Zutritt zu unserem Kampfdorf verboten. Ehrlich? Ja. Ich dachte, es wäre ein Doppelkampf. Ich bin Breeder Thomas. Ich dachte, das ist Kakapo. Kaka! Los, Jeremy! Gib's ihnen! Oh, Kreideschrei. Mach dir mal Piep!
Berauschung, das ist eklig. Feuer fegen. Fege das Feuer. Er hat es gefeget. Yeah. Okay. Er hat es niedergerungen. Ein Wiesen. Mit all seiner Kraft. Obwohl, warum will ich austauschen? Ich bin doch ein Kampf-Pokémon, ey. Oh, das ist viel zu niedlich. Mach's kaputt. Scheiße, mein Fokus wird ver... Wow. Alter. Das war echt nicht schlecht. Nee, du machst nochmal einen... Wieso machst du so viel Schaden? Alter! sein Todesvisier, ja. Stell dir mal vor, wie dieses kleine Kackding da einfach mit seinen kleinen Mini-Pranken auf dich einschlägt und deinen Pokémon fast tötet. Oh, Fluffeluff. Oh, wie süß. Könnte ich sogar Cypher rausholen, aber ne. Macht Joker das. Alter, ich muss gleich mit Jerry nochmal zum Pokémon-Center. Alter, meine Güte. Aber erst musst du noch gegen den anderen Typen da kämpfen, der auf der anderen Seite steht. Oh, stimmt, aber ja, weißt du. Ja, der kommt nämlich direkt zu dir. Da kannst du nicht ausweichen. Damals gab es noch Doppelkämpfe. Das war schön. Das war schön, neue Generation. In der guten alten Zeit. Uff, ich geb auf. Ja, komm her. Oh, guck, da kommt doch, da kommt doch der Franz. Das sein, beweise es mir. Woher hast du schon von mir gehört? Ja, da hat schon von dir gehört, weil das ist der Bruder Mia. Nein, dieses Schwarzgurt irgendjemand. Quiekel. Wow. Süß. Das sieht überhaupt nicht bedrohlich. Wieso nicht? Hier ist so knuffig. Quiekel. Oh. Ich mag Quiekel. Ist das die Vorstufe von Affe? Nein. Er hat auch aber so einen Schwanz. Ja, genau, wegen dieser Nase. Aber nö, das ist die Vorentwicklung von Keifel. Und Keifel hatten wir mal hier. Das war eines der Dings, die versucht haben zu fangen. Aber dann in Regirock musste irgendwie Explosion machen. Damals. Und damals, weit entfernt. Ja, es ist bestimmt schon ein oder zwei Wochen her. Natürlich. Das Bear, Level 19. Geil. Schiedsrichter, ein Punkt. Es dauert aber mittlerweile so ewig, bis die, bis die da mal aufsteigen, beziehungsweise auf das Level kommen, damit die überhaupt mitkämpfen können, die Pokémon. Also, weil ja, die alle so komische, niedrige Level haben, wenn ja, wir die fangen. Ich weiß, die haben wir eben halt so gefangen, das ist halt so, meine Güte, ist halt so, da, ist halt so. Ja, okay, ist halt so. Ich hoffe einfach mal, dass die Top 4 mehr keine Schwierigkeiten bringt. Verstehst natürlich du das? Natürlich nie echt. Woher willst du das wissen? Bist du hier der Hellseher? Ja, natürlich. Nein, Hellsehen kann kein Mensch. Selbst Menschen, die sagen, sie könnten Hellsehen, das ist alles nur Betrug. Ich sehe in der Zukunft. Und weißt du was? Ich kann im Dunkeln sehen. Oh. Du wirst die Top 4 besiegen, dann wirst du beim Pokémon Champion landen. Und kurz bevor du am Verlieren bist, kommt dann Designer Mike und rettet dich. Hat gesagt, Dings hier. Er ja. Zertrümmert Steine mit den bloßen Händen, hat er gesagt. Wer Designer Mike? Nee, der Chibi hier. Das glaube ich nicht. Der Typ kriegt das nicht hin. Designer Mike würde das hinkriegen. Du würdest zutrauen, aber der hier? Designer Mike auf jeden Fall. Alter. Wow. Oh, Scheiße. Okay. Ekelhaft. Es regnet weiter. Ich weiß nicht, soll ich noch? Ich mach's einfach. Weg mit die. Ja, weg damit. Oh, es macht sogar Schaden. So ein Arschloch. Der lebt ja immer noch. Okay, er ist auch höher leverig, sehe ich gerade. Ja, wir trotzdem wieder sterben. Wenn du jetzt daneben triffst. Nö. Okay. Ich hätte gleich sofort Surfer machen sollen, weil es regnet ja in dem Dojo drin. 666. Satan. Geil. Autsch, ich habe eine Prellung. Ich habe eins Prellung. Ich hab eine Prellung, ich. Was ist der Rum hier? Was, Alter? Was ist das, Hater? Metal-Leute. Metal-Leute. Meine Güte. Hi, hier ist wieder euer Drache. Metal, Leute. Nee, bitte hör auf. Nein. Kein Drachenlord in meinem Let's Play. Ja, okay, Entschuldigung. Joey. Du hast angefangen. Wow. Das ist eine Granate, die eigentlich eine Kastanie ist. Und was sind das da an der Seite für komische? Das ist noch keine Ahnung. Ach so. Ja, okay. Weiß ich nicht, was es sein soll.
Ja doch, Kanonen könnten das wirklich sein. Also nicht Oh, Kanonen. Geduld ist nicht schön. Aber irgendwelche Hyperstrahl, Waffen. Hyperstrahl, Hyperstrahl. Geduld gefällt mir nicht. Meinst du, er lädt irgendwas auf? Oh Boah, ey. nein! Oh Gott! Joker, nein! Ah! Joker, bitte! Bitte, Joker, nein, 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 nein! Oh. Wow. Alter, erschreck mich nicht so. Diese Kack, das sind so Attacken, weißt du, selbst wenn du ein ultramächtiges Pokémon hast, die können dich halt fertig machen damit. Richtig, deswegen. Oh, ein Logok. Logok gegen Logok. Ja, mach ich. Okay. Mein Logok ist Wenn besser. das was bringt, dann Ja, mach. er ist ein Kampftyp und Feuer und wir haben eine Luftattacke. Also perfekt. Flug meine ich, nicht Luft. Hier, Aero ist einmal so, zack, tot. War fast Nein, tot. nicht ganz. Schade. Oh, der macht auch Schnabel. Oh, wie süß. Ich habe Aero, es ist viel besser. Ich war Feuerfähiger, sollte reichen. Bam! Überhaupt nicht effektiv, aber hey. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, geil. Jetzt nochmal zum Pokémon Center oder war das der letzte Kampf? Wahrscheinlich muss er jetzt noch Nein, gegen irgendeinen kommt keiner noch. Anführer kämpfen. Warte, Gift-Pokémon sind empfindlich gegenüber Boden und Psycho. Achso, da kommt noch eins. Das hab gar nicht mitbekommen. Ach, ich lasse Jeremy draußen kommen. So ein Slimer, meine Güte. Ja, es besteht aus Schlamm und Öl und was auch immer und ekelhaften Zeugs. Und Echt, ich werde es tut jetzt es an. das? Weiß ich nicht, und ich werde es anzünden. Weil Slimer. Öl brennt bekanntlich gut. Slimer ist ein Pokémon mit dem Typ Gift und existiert seit der ersten Spielgeneration. Das ist die Vorstufe von Slimog. Seit der siebten Spielgeneration besitzt es eine Regionalform namens Alola Also Slimer. Alola, ja, kenne ich Alola, nicht. Entschuldigung. Ja, In der Alola ist ist eben für die siebte Generation oder sechste, siebte oder die sechste, keine Typen Ahnung. Gift und Unlicht annimmt. Seinen ersten Auftritt im Anime hat es in der Folge bla bla bla. Aus dem Körper des Slimers ist ein mittelgroßes violett gefärbtes Pokémon. Verteilt im Torso sind einzelne dunkelviolette Streifenmuster angebracht. Sein Körper ist grob halbkreisartig aufgebaut und weist eine zähflüssige, schleimige Konsistenz auf. Am oberen Ende sind zwei Augen zu sehen, die aus der weißen Lederhaut und einer kleinen, runden, schwarzen Pupille bestehen. Unter den Augen befinden sich der vergleichsweise große Mund im geöffneten Zustand, sie ebenfalls die violette Zunge erkennbar. Unterhalb des Mundes befinden sich rechts und links beide Arme, an dessen kurzen Extremitäten ist das Gift-Pokémon mit drei dicken und kurzen Fingern ausgestattet. Dessen Alola heimische Slimer hat eine giftgrüne Färbung auf dem Körper, sind vereinzelte. Achso, das ist jetzt ein anderes. Okay, Kämpft jetzt gegen den Karate-Meister. also hier steht nichts davon, aus welchem Material es ist. Es steht einfach nur. Ich weiß. Die Weiterentwicklung heißt auf Englisch Mack. Buchstabier das mal rückwärts. Gum. Kamm, ja. Und was heißt Kamm? Gumshoe. Okay, das geht auch. Ich meinte aber Kamm im Sinne von Ejakulat, aber egal. Ja, aber Gum. Nicht Ja, Kamm. Oh, der mit Mack mit K, C. Mack mit C, Echt? ja. Okay. Bisschen mein K, aber warte mal, was war Mogelbaum, ist das nächste. Was meinst du, was für ein Typ das ist, Daniel? Was für ein Welche, Typ was? ist das nächste Pokémon? Mogelbaum. Was für ein Typ ist es? Mit Sicherheit kein Pflanzentyp. Richtig. Ja, es ist ein Boden. Es ist Gestein, aber ja, fast richtig. Oh Scheiße, es ist gerade Fuß heftig. Mogelbaum. Mogelbaum. Ein Volltreffer. Wow. Ja, Gestein. Gestein ist es. Hat es eine Weiterentwicklung? Weiß ich gar nicht. Nein, das ist schon die weitere. Ach nee, das ist keine Weiterentwicklung. Quatsch, das ist ein Basistyp. Es hat keine Weiterentwicklung. Doch, hat Hier es. ist. Nee, hier ist noch von Baby. Baby gibt's noch. Mobile. Ja, Mobile meine ich, genau. Aber das ist doch kein Kampf-Pokémon, oder? Nö. Ist kein Kampf-Pokémon. Level up mit Mimikry. Mimikry, Mimikry. Achso. Moment, muss Mimikry erlernen. Warte.
Ich bin deiner Gnade unwürdig, trotzdem pflichte ich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle ein. Wir kriegen jetzt ein Kampf-Pokémon oder irgendein Pokémon. Mal sehen, was wir kriegen werden. Ich werde davor auch nochmal abspeichern, weil ich nicht weiß, ob ich die erstmal ansehen können kann. Also eigentlich normalerweise würden hier Nocturne und Kikli rumliegen. Aber mal sehen, was jetzt. Wir kriegen zwei. Nee, eins noch. Also, eins noch. Ein Ditto. Was bist du? Ein Seepferd. Wow. Also, besonders gut sind es beide, glaube ich nicht, oder? Beide sind scheiße. Nimm das Ditto, oder? Nee, ich nehme das Seepferd. Na gut. Weil seine Weiterentwicklung ist auch ein Drachen-Pokémon, demnach ist okay. Wobei, wir können das nicht weiterentwickeln, weil wir keinen Kingstein haben. Und keinen zum Tauschen. Wir werden es eh nicht benutzen. Ja, richtig. Kannst du mir nicht erzählen. Okay, darf ich ihm einen Namen geben? Oder? Ja, gib ihm. Ja, du hast Dexter den nächsten genannt, also. Ich nenne dich. Da, Start, Freundschaft, bla bla bla. Mogelbaum soll das langweilige Pokémon. So habe ich ihn genannt. Was? Nutz. Oh. Irgendwann werden wir ihn voll brauchen. Er sagte ein Pokémon. Oh. Okay, wir haben die Arena gemacht. Beziehungsweise die Pseudo-Arena. Jetzt müssen wir. Ja, noch. Aber die echte Arena, die machen wir auch noch, oder? Irgendwann. Ja, ja. Brauchen wir erstmal das. Wir müssen erstmal das Dings kaputt machen. Die Basis von. Alles kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt. Verdammtes Seepferd. Jetzt dachte ich, wir kriegen hier so ein episches, legendäres Pokémon eventuell und jetzt nö. Hast du gedacht? Ein verdammtes Seepferd. Und ein Ditto. Vielleicht hätte ich doch Ditto nehmen sollen. Komm, Level 11 noch und du bist Level 21. Ihr seid so scheiße. Ihr enttäuscht mich allesamt. Naja. Okay, wo muss ich hin? Was bist du? Gehört dem Team Rocket. Ja, ich weiß, dass es euch gehört, aber nicht mehr lange. Hey, du. Fühl mich wunderbar, wenn ich böse bin. Ja, sorry. Silfko. Oh, cool, jetzt dürfen wir hier rein. Cool. Ha, er hält ein Nickerchen. Designer Mike, also wirklich bei der Arbeit schlafen. Oh nein, das kann. Oh, du Scheiße. Die Silfko. Und jetzt kommst du einfach in das Ding rein. Die Silf Company, ja. Das ist diese große kapitalistische Firma, nicht wahr? Ja, eher eine Verbrecherorganisation. Das ist eigentlich die Mafia. Aber naja. Ein 10-jähriges Kind geht hier so einfach rein. Ja, warum? Hi Leute, ich bin 10 Jahre alt. Hey Bulk, was machst du hier? Arr. Designer Mike, bist du's schon wieder? Designer ja. Mike! Oh Gott, hat und er hat verdammt viele Pokémon dabei. Wablu. Ich will das Wablu haben. Nein, es ist seins. Es gehört Designer Mike, du darfst es ihm nicht wegnehmen. Wieso ist der Level 25? Achso, weil es viele Pokémon sind, ja, genau. Das ist richtig. Magnaien. 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 Klingt nach einem Feuer. Nee, doch nicht. Das ist Unlicht. Ich find's cool, aber es ist relativ nutzlos. Das sieht doch cool aus. Schade, dass es nutzlos ist. Naja, kein Pokémon ist jemals nutzlos, außer Carpador, aber. Das stimmt nicht. Carpador ist das beste Pokémon überhaupt. Okay, es hat eine 0,01%ige Chance, einen direkt zu töten. Mit Platsch. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich glaube nicht. Doch. Ist nur ein Gerücht. Ja. Wir werden es im nächsten Part und im übernächsten Part wahrscheinlich die ganze Silfco einnehmen und so. Warte, welches Pokémon war das? Ach, egal. Wird so ein ganz starkes sein. Ne? Ach, mega Anja, okay. Ja, ich guck grad nebenbei. Weg. Oh, Reflektor. Oh, süß. Erhöht die Verteidigung. Platscher ist eine Attacke vom Typ Normal, die seit der ersten Generation existiert. Oh nein! War in dieser die Spezialattacke von Carpador. Schadensklasse. Status. Stärke, nice. Genauigkeit steht gar nichts. AP 40 maximal.
Unser Despair hat Drachenwut erlernt. Das ist nicht schön. Ja, Flammara. Der Einsatz von Blush hat keinen Effekt. Die Attacke kann aber nicht eingesetzt werden, wenn Erdanziehung aktiviert ist. Es ist nicht der Fall, bekommt man die Meldung, nichts geschieht, angezeigt. Es ist so schwachsinnig. Okay, es hat also keine 0,1%ige Chance, ein K.O. Also sagt dem Mickey nicht und das Mickey muss wohl wissen. Ja. Schade, schade. Das wäre irgendwie cool. Nein, nein. Ich bin ein Versager, das steht da. Ja. Hey, Mike hat sich hier gerade voll den Versager genannt. Und nein, eine blaue Rose mit vielen Diagrammen und es war einfach nur, es war einfach nur eine kurze Down-Phase. Hey, du hast hier nichts verloren. Wir gucken, jetzt kommt er hierher. In Pokémon Mystery Dungeon hat die sogar einen anderen Effekt. Anwender hüpft herum, landet er dabei auf einem anderen Pokémon und erleiden dabei beide Schaden. Ja, ja, das weiß ich. Das weiß ich noch. Pokémon Mystery Dungeon wollte ich ja auch noch machen. Habe ich gecancelt. Warum? Leider Emulator-Hänger überall und das war nervig. Achso, okay, wegen Emulator. Mystery Dungeon ist auch, glaube ich, ein neueres, ne? Ist das nicht sogar 3D? Also damals, also es gibt verschiedene Mystery Dungeon-Teile. Einmal Mystery Dungeon Team Blau und Team Rot, dann Mystery Dungeon Team Zeit und Team Dunkelheit und auch Team Himmel. Und dann gibt's eben noch die neuere Version für den 3DS, ich weiß aber nicht, wie die heißt. Okay. Das ist also ungefähr so alt wie hier Blattgrün und so. Also die Mystery Dungeon-Reihe. Okay, also so ich dachte jetzt Mystery Dungeon wären eher neuere Spiele, krass, okay. Oh Gott, das ist der... Hau ab, du hast keinen Zugriff. Das ist nicht Designer Mike, wer ist das? Das ist ein Wissenschaftler. Nein! Oh, was machst du hier? Botanist Gott, scheiß auf den Kerl. Hier, das Trivia von Platscher habe ich gefunden. Es ist mit Ehrentag und Händchen halten eine der drei Attacken, die keine bekannte Wirkung auf den Kampf haben. Händchen halten? Händchen halten. Das ist anscheinend eine Attacke. Händchen halten ist eine Attacke vom Typ normal, die seit der 6. Generation. Ah, seit der 6. Okay, kann man das also nicht kennen. Herr Pokémon, du bist zur 5. gespielt bisher. Platscher. Es ist die einzige dieser drei Attacken, die die Pokémon ohne Event erlernen können. In Schwarz und Weiß kann man auf den Fernsehern in den Häusern der NPCs manchmal eine Sendung ansehen, der erwähnt wird, wie oft man die Attacke im Spielverlauf schon eingesetzt hatte, okay? Ja, das stimmt. Ja. Cool. In jedem Teil der Super Smash Bros. Reihe setzt das Goldini aus dem Pokéball Platscher ein, was es jedoch gar nicht erlernen kann. Okay. Ja, Smash Bros. Also Super Smash Bros. Brawl. Ja, ich weiß, da gibt's ja Pokébälle, die manchmal so als Item fallen. Das finde ich ganz... Kleine Trivia zu mir, das war mein erstes Wii-Spiel. Das war tatsächlich... Also, nee, also, so gesehen war Wii Sports mein erstes Wii-Spiel, weil es dabei war. Okay, ja, dann ja, aber das erste, was ich mir selbst gekauft habe, war... Richtig, war's auch, aber Super Smash Bros. Brawl, also war ja, glaube ich, für die Wii. Wo bin ich? In jedem Teil der Super... Ach nee, Quatsch, das war ja schon. Betrachtet man den Quellcode der 3. Generation von Platscher, so entdeckt man dort den... Hexadezimalbefehl CMD 6 blabla. Durch diesen Befehl sagt der Geschichtenerzähler der 5 Kreuze blabla unter anderem die Anzahl der eingesetzten Platscher. So. In Pokémon Go ist Platscher vom Typ Wasser. Wir sehen uns im nächsten Part. Mit mehr Trivias. Tschüss. Vielleicht, weiß ich nicht. Oder Politik. Je nachdem. Tschüss.